Los. Frau Aas, die Grünen haben das Ziel, drittstärkste Kraft zu werden, klar verfehlt, laut der aktuellen Prognose. Woran hat es am Ende gelegen aus Ihrer Sicht? Naja, ich meine, das ist jetzt zu früh, um eine Analyse vorzunehmen. Das ist die erste Prognose. Natürlich wäre ein zweistelliges Ergebnis und dritte Kraft, das war ein gutes Ergebnis und ich hätte uns gewünscht als Grüne. Aber jetzt warten wir mal ab, bevor ich eine Analyse machen kann. Auf jeden Fall kann man so viel sagen, es ist immerhin besser als das letzte Ergebnis. Letztes Mal, 2013, hatten wir ja als Grüne 8,4%, jetzt sind wir bei 9,5%, je nachdem, welche Prognose man nimmt. Wir werden sehen, woran es gelegen hat. Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Balken von der AfD gesehen haben? Was ging in Ihnen in dem Moment vor? Naja, ich sag mal, als Grüne und als Abgeordnete der Grünen hätte ich mir natürlich gewünscht, dass die Grünen dritte Kraft wären, zumal die Themen Klimaschutz und offene Gesellschaft, Bildungsgerechtigkeit, das sind Themen, die die Grünen bisher vorangebracht haben und wo die Grünen diesen Themen gut tun würden. Von dem her bedauere ich es, aber das haben die Wählerinnen und Wähler so entschieden und wir haben es zu akzeptieren. Alles klar, vielen Dank und mal schauen, was der Abend noch bringt.